Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World White Whisky. Heute habe ich für euch einen Glenglassau Portwood Finish. Ja, Freunde, und ich begrüße euch wieder hier auf meinem Kanal zum nächsten Verkostungsvideo. Heute, wie schon angekündigt, habe ich mich für einen Glenglassau entschieden, einen Portwood Finish. Ich halte mal die Flasche in die Kamera, damit ihr das sehen könnt. So sieht die Flasche aus, so sieht der Whisky aus. Ihr seht schon, die Farbe sehr, sehr rötlich. Ne? Ist ja auch, wie gesagt, ein Portwood Finish. Hier ist die Dose nochmal. Kann man auch mal reinhalten, die Dose. Ihr seht auf der Dose hier, da steht das Gründungsdatum steht hier auf der Dose und auch auf der Flasche, glaube ich. Mit 1875 ist das angegeben. Das stimmt aber nicht ganz, denn die Destillerie wurde 1874 bereits gegründet. 1875 haben sie erst angefangen mit der Produktion. Also es hat dann wohl ein Jahr noch gedauert, von der Gründung bis zum Beginn der Produktion hat es noch ein Jahr gedauert. Die Destillerie Glenglassau, die liegt am schönen Sand End. Sand End ist eine Bucht oben in der Speyside, eine Bucht. Und Glenglassau liegt am schönen Ort, also ein Stückchen weiter ist der wunderschöne Ort Portsoy. Und dort waren wir letztes Jahr im Oktober. Wir waren letztes Jahr ja in Schottland und sind unter anderem an der Glenglassau Destillerie ja, etliche Male vorbeigefahren. Das lag immer auf dem Weg, wenn wir von unserer Unterkunft immer Richtung Westen wollten. Dann mussten wir immer bei Glenglassau vorbei. Ich glaube, wir sind 4-5 Mal da vorbeigefahren. Aber wir waren nicht dort. Wir haben uns die Destille ja von außen mal so angesehen. Aber wir waren nicht drinne, weil die Destille leider Corona-bedingt geschlossen war. Auch das Visitor Center. Glenglassau hatte komplett geschlossen. Nicht mal das Visitor Center war offen. Also ja, hat sich das auch nicht gelohnt, da dann hinzufahren, weil es gibt ja in der Speyside genügend andere Destillen, die man dann dort besucht, und dann haben wir es gleich sein lassen. Ne? Dann sind wir da gar nicht erst hin, damit wir dann eine andere Destille dafür besuchen konnten. Ja, Glenglassau, finde ich, macht immer schöne Whiskys. Also bisher hat mir soweit alles davon geschmeckt, außer, jetzt kommt's, diesen Whisky gibt es noch in der rauchigen Variante. Also es gibt noch einen Portwood Finish rauchig. Und Glenglassau macht auch rauchige Whiskys. Und der rauchige Portwood Finish, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Das Video gibt es bei mir auch auf dem Kanal. Müsst ihr mal gucken. Könnt ihr mal suchen nach Glenglassau Portwood Finish, die rauchige Variante. Und boah, den fand ich überhaupt nicht gut. Den fand ich sehr, sehr schlecht. Und jetzt habe ich die nicht rauchige Variante und mal sehen, wie der so abschneidet. Ihr seht, da ist auch schon ein bisschen was raus aus der Flasche, also den habe ich nicht das erste Mal im Glas heute. Ja, sonst gibt es eigentlich nur noch zu sagen, 46 Volumenprozent hat die Flasche, schöne Trinkstärke also, und wie der Whisky ist nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert, das ist ja so üblich bei Glenglassau. Und ich mag diese Flaschen, diese kleinen bauchigen Flaschen, das ist so meins, das mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag auch gerne so diese Art Apothekerflaschen oder was das so ist, so diese kleinen bauchigen Flaschen, das ist genau meins, das finde ich sehr, sehr gut. Ja, ansonsten gibt es auch nichts weiter dazu zu sagen. Glenglassau gehört heute dem Brown-Forman-Konzern. Und ja, der Brown-Forman besitzt ja noch andere Destillerien in Schottland, unter anderem auch Benriach und Glendronach. Die gehören damit zu, und da ist ja die Master-Destillerin, die Rachel Berry, die betreut dann alle drei Destillen, ne, und ja, macht halt dort ihre Abfüllung. Unter anderem steht es dann nämlich auch hier drauf. Ach halt, nein, jetzt hätte ich fast, seht ihr, das ist nämlich noch einer von Billy Walker. Denn Billy Walker, da wäre ich jetzt nämlich auch gleich drauf gekommen. Na, macht's scharf jetzt. Denn Billy Walker war vorher nämlich der Master Destiller in dieser Destille. Der hat ja die Destille dann abgegeben.
und ist ja heute Besitzer von Glen Allachie, ne? Das ist ja bekannt. Dann ist das noch einer von Billy Walker. Seht ihr, das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Ja, so bereitet man sich vor, ne, auf das Video. Aber es gibt auch Abfüllungen. Jetzt die neuen alle von der Rachel Berry. Dann steht halt, ist halt hier die Unterschrift von der Rachel Berry drauf. Ne? Also das ist dann selbe Design praktisch. Bloß halt dann mit der anderen Unterschrift. Ja, also dann haben wir ja noch einen aus der Zeit von Billy Walker. Ich habe die Flasche auch schon länger stehen, muss ich ehrlich sagen. Also die habe ich schon, boah, die steht schon, glaube ich, 3 Jahre bei mir. Und jetzt komme ich endlich mal dazu, habe ich die mal geöffnet. Weil ich mache ja nicht alle Flaschen auf bei mir. Das mache ich nicht. Ich habe immer, weiß ich, so 10, 11, 12 Flaschen vielleicht offen. Und wenn mal eine leer ist, mache ich mal wieder eine auf. Also, und nun war es mal wieder soweit. Und dann habe ich mir den mal gegriffen und den mal aufgemacht. Ja, ihr seht, ich habe mir das jetzt so die letzte Zeit auch immer angewöhnt, egal was für ein Whisky, den vorher einzuschütten ins Glas. Ich möchte immer jeden Whisky jetzt, das werde ich auch weiterhin so handhaben. Ich werde jeden Whisky so immer 20, 25 Minuten, je nach Alter, vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder noch länger stehen lassen, damit der ein bisschen atmen kann. Und das war bei dem hier auch der Fall. Und der steht jetzt, ja, gute 20 Minuten habe ich den jetzt im Glas. Und das möchte ich auch in Zukunft so beibehalten, dass ich einfach die Whiskys vorweg schon einkippe. Ne? Nur damit ihr euch nicht wundert, warum ich jetzt vor der Kamera nichts mehr einkippe ins Glas. Warum das denn immer schon drin ist. Aber das hat halt nur diesen Grund und das möchte ich gerne so weitermachen. Ja, wir haben wie gesagt eine schöne rötliche, so rotbraune Farbe, so ein bisschen rötlich. Und ja, das ist halt ein Nasswhisky, ne? Ich weiß nicht, wie lange der in den Fässern gelegen hat. Ich weiß auch nicht, wie lange das Finish war. Aber ja, ein bisschen muss es ja schon gewesen sein oder. Oder es war halt noch ein Schluck Port drin im Fass. Man weiß es halt nicht. Ne? Und wie alt jetzt insgesamt der Whisky ist, das kann man auch nur schätzen. 3 Jahre muss er alt sein. Aber ich denke mal, dass die Schotten machen es ja eigentlich immer so. Gerade die Älteren oder die Destillen, die schon lange Whisky brennen, dass die halt, wenn sie Nasswhiskys haben, immer so um die 6 bis 8 Jahre sind die Whiskys dann immer alt. Ne? Ich finde, man könnte auch 6 Jahre oder 8 Jahre draufschreiben, also altersmäßig. Und warum sie es nicht machen, ich weiß es nicht. Ich würde es begrüßen, wenn sie auch 6 Jahre oder 8 Jahre draufschreiben würden. Dann weiß man wenigstens genau, wie alt er ist. Ne? Es muss ja dem Whisky nichts Schlechtes heißen, dass er bloß 6 Jahre alt ist. Kann ja auch dann trotzdem ein guter Whisky rauskommen. Ne? Das steht ja außer Frage. Aber sie machen es halt nicht. Ne? Die Schotten fangen meistens immer erst an, mit 10 Jahre drauf zu schreiben. Da beginnt in Schottland eigentlich, ja, das ist so für die Schotten immer so dieses klassische Alter, 10 Jahre sollte, muss natürlich nicht, aber sollte ein Whisky haben in Schottland, damit es ein guter Whisky ist, so sagen die halt immer die Schotten. Ne? Aber mittlerweile gibt es auch schon ganz viele, die jünger sind und gerade die Nasswhiskys. Ne? Ja, gut, also dann würde ich jetzt sagen, kommen wir mal langsam zum Whisky. Verkosten wir mal. Wie gesagt, die Farbe habe ich ja eben schon gesagt. Schöne Farbe. 46 Volumenprozent. Also die Eckdaten stimmen schon mal. Ne? Nicht rauchig ist ja auch genau meins. Mag ich ja auch sehr gerne. Sehr süß. Sehr fruchtig. Vanillig. Also da sind definitiv vorher Ex-Bourbon-Fässer drin gewesen. Also in Ex-Bourbon-Fässern hat er vorweg, vor dem Finish drin gelegen. Also das meine ich, das rieche ich schon in der Nase. Schöne Würze hat er. Schön fruchtig, wie gesagt. Eine Johannisbeere, würde ich das so rote Früchte auf alle Fälle. Eine Johannisbeere, ja, obwohl. Obwohl das auch ein Apfel ist. Ein Apfel würde ich den aber schon richtiger,
reifer, saftiger Apfel. Den würde ich hier auch noch mit als Frucht erwähnen. Aber ansonsten, ja, Johannisbeere auf alle Fälle. Bisschen tropische Anklänge hat er, tropische Früchte. So Mango, Maracuja, so ganz leicht. Also nicht jetzt dominant, aber so ein bisschen unterschwellig ist da so ein bisschen, sind da so ein bisschen die Südfrüchte mit drinne. Schöne vanillige, süße, honigsüße so. Also Nase gefällt mir schon mal sehr gut, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir probieren mal. Slanjewa. Boah. Heftiger Antritt. Boah. Pfeffrig. Richtig pfeffrig auf der Zunge. Trocken während im Rachenraum. Und ich finde, der hat jetzt am Gaumen nicht mehr so viel Frucht. Da überwiegt nicht mehr so die Frucht. Da ist jetzt diese Süße da. Ja, doch. Frucht, aber so richtig so eine Weinnote. So eine leichte Weinnote bringt er mit. Ich mag das ja nicht, wenn Whisky nach Wein schmeckt, also richtig so die richtige ganz dolle arge Weinnote hat. Da so weit ist der noch nicht, also die ganz arge Weinnote hat er noch nicht, aber er hat eine Weinnote mit drinne. Ja, nicht sehr komplex, finde ich. Also die Aromen, die ich genannt habe, die sind da. Aber viel mehr ist dann da auch nicht, muss ich sagen. Aber wir müssen auch immer bedenken, das habe ich ja auch noch gar nicht erwähnt, wir reden hier von einem Whisky, der kostet aktuell, ich habe noch mal geschaut, würde man ihn bekommen für 39 €. Also das ist günstig, ne? Die heutigen Whisky-Verhältnisse bei den Preisen, also die Preisverhältnisse beim Whisky, so rum ist richtig. Da finde ich, kriegt man so einen Whisky noch recht günstig. Ne? Momentan ist ja alles am Steigen preislich. Also da kann man ja fast jede Destille nehmen durch die Bank weg. Die steigen ja alle im Preis. Nee, aber die Nase finde ich so richtig, richtig schön. Saftig, fruchtig, vanillig. Würzig, also die Nase gefällt mir schon mal sehr gut. Am Gaumen war er eben, ja gut, das war jetzt der erste Schluck, da war er eben sehr, sehr kräftig. Der hat sehr geschoben und sehr starken Antritt gehabt. Also da hätte ich fast gesagt, da hätte man fast Wasser reinmachen müssen, aber der hat ja nur 46%. Na, ich probiere nochmal. Ja, jetzt ist er nicht mehr so ganz so kräftig da, aber der ist pfeffrig. Der ist auf der Zunge so richtig schwarzer Pfeffer. Richtig pfeffrig, als wenn ich mir so ein bisschen Pfeffer auf die Zunge streue. Ganz ehrlich, nicht alkoholisch. Also den Alkohol, also sprittig oder so alkoholisch kommt er mir nicht vor. Schmeckt er nicht. Aber scharf. Der hat so eine Schärfe. Aber ansonsten ist der am Gaumen gut. Gefällt mir sehr gut am Gaumen. Aber er ist ein bisschen schwächer wie die Nase. Die Nase finde ich jetzt hier hervorragend.
am Gaumen ist er leicht schwächer und beim Abgang ist er schnell weg, muss ich sagen. Also ja, ein kleines bisschen hat man ihn noch, aber er wärmt schön jetzt, die Speiseröhre runter, da wird es schön warm. Ja, also den Schluck trinke ich nachher hinter der Kamera nochmal weiter. Ja, also kurz und knapp, ich finde den Whisky nicht schlecht, ist ein guter Whisky. Jetzt kein Überwhisky, keine Granate, sage ich jetzt mal. Ne? Aber wir wissen ja, Glenglassau, wer mal alte Glenglassaus getrunken hat, durfte schon einen 40-jährigen Glenglassau trinken. Und ich glaube, da war auch noch ältere mit bei, die ich mal im Glas hatte. Ich weiß es nicht, aber ein 40er weiß ich, das weiß ich sicher, den hatte ich schon mal. Und das ist natürlich ein Traum, ne? Also alte Glenglassaus, 30, 40 Jahre alte Glenglassaus, boah, das ist ein Traum. Also wer die mal trinken kann, ne? Und ja, diese hier, ich finde ihn gut. Ich würde ihn mir auch immer wieder kaufen. Für 38 Euro kann man da nichts verkehrt machen. Gerade wer so ein bisschen Port und so Weinnoten ein bisschen mag im Whisky, der ist damit voll zufrieden. Den finde ich natürlich jetzt besser wie den Nichtrauchigen, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Also den Nichtrauchigen, da gibt es ja auch bei mir das Video. Der ist bei mir durchgefallen, den fand ich gar nicht gut. Aber der hier hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er könnte, wenn ich eine Kritik äußern sollte, er könnte ein bisschen älter sein. Er kommt ein bisschen jung rüber. Und das, denke ich mal, wird auch noch so ein bisschen die Schärfe sein, die da ist. Der ist, ich denke mal, der geht eher auf die 6 als auf die 8 Jahre. So würde ich es, also eher in die Richtung 6 Jahre statt 8 Jahre. So kommt er mir noch ein bisschen vor, ein bisschen jünger. Aber gut, egal. Ne? 38 Euro, wie gesagt. Von mir gibt es da eine klare Kaufempfehlung. Den gibt es auch noch, müsst ihr mal gucken. Ich habe ja unten in der Beschreibung habe ich den Base-Link drin und da gibt es ja auch immer Shops. Also wer sich den dann zulegen will, hat von mir die Empfehlung. Und ja, also gut, dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, als mich bei euch zu bedanken, dass ihr wieder reingeschaut habt. Schön, dass ihr da wart. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht getan hat. Macht die Glocke an und liked dieses Video. Die drei Sachen, die wären mir ganz wichtig, wenn ihr das machen würdet. Gut, dann würde ich mich verabschieden und sagen, macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.